So, wir sind wieder in einer neuen Aufnahme. Wir sind eigentlich genau schon Halbzeit. Ja, Halbzeit sind wir. Halbzeit 9 von 18, genau, so. 332,4 Yards, da geht's aber wirklich dahin. Habe ich es dann? Mist, normalerweise mache ich immer. Eigentlich hätte ich aber am 10. Schluss machen sollen. Hat mir geschrieben, schade, wollte dich fragen, ob du Interesse hast, ein Mitglied bei einer neuen Gilde zu werden. Mhm. Ah, es ist so undankbar, die Keiler-Jobs, finde ich. Ich würde mir das nie antun, dass ich da wirklich so eine Gilde mache, etc. Ich habe das einmal bei... Na, wie heißt das Spiel jetzt nochmal? Guild Wars? Genau, Guild Wars. Wie kann das, ich habe schon vergessen. Eine Gilde wenn, gemacht, etc., aber das ist wirklich... Mit drei Leuten, wenn du keine Leute hast in deiner Gilde, das ist hoffnungslos. Bis du endlich mal schaffst, das zu ver... Richtig. Was kaufen zu können, mit deinen Goldstücken, die du hast. Ja, diese Bäume, die haben irgendwas. Die ziehen einen so an. Ein Ball auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, das ist so gildenmäßig. Ich bin nicht für Gilde. 67 Yard habe ich zu überbrücken. Soll ich mich darum drücken? Nein, nein, nein! Naja, so schlecht ist nicht. Zumindest die Richtung stimmt. Ja, zumindest die Richtung. Das stimmt. Das wusste ich gar nicht. Oh, ich habe das so lange nicht mehr gemacht und das war immer so kompliziert damals. Also Spin bis ganz nach vorne, dann kann ich mich noch erinnern, SB. Die sind schwer, die Bälle. Sorry. Jetzt auf 90 oder so. Ich hoffe, der ging gut. Er ist aus dem Bunker draußen. Das ist schon mal nicht schlecht. Er hätte positiver liegen können. Wohl wahr, aber es schaut nicht so schlecht aus. Eben. So ärgerlich bei wehe, dir. Du gehst jetzt im Bunker oder so, was ähnliches, du runder, weißer Teufel. Und wir liegen auf jeden Fall knapper als 5,9. Das ist Schlag 4, das ist ein paar 4 Loch, wir wären jetzt auf Paar gewesen. Jetzt steckt man echt rein. Eieiei. Aber schauen wir mal, ob sich das Glück nicht doch noch wenden kann. Ich weiß nicht, ob sich bei mir das Glück so leicht wendet. Ja, es ist ja da annähernd flach. 4,6 Yards, ich denke, das schaffst du. Also, ich bin positiv motiviert. Plus 6? Schaffen wir das wirklich? Wie viele? 90, oder? 90, ja. Wie viele haben wir denn schon verschossen überhaupt? Wie komme ich denn zu dieser Liste? Hier ist sie. Plus 6. 42 ja. Gesamt? Stimmt, ja. 42. 42, ja, ganz genau. Ja, aber erst die erste Halbzeit, ne? Mhm. 42.
Und 90 müssen wir schaffen. Also, das heißt, wir sind an sich unter der Hälfte, ne? Genau. Ja, nur wir haben in der ersten Hälfte ziemlich viel Paar gespielt. Ach, das kriegen wir hin jetzt. Vorher waren die Paars, jetzt kommen die Birdies. Es ist aber ziemlich... Hier haben wir wieder ein paar Vier, also... Jetzt kommen die Birdies. Das wollte ich hören. Was denn sonst? Das ist schon mal gut. Ich meine, für uns. Warum ist dem das jetzt so geglückt? Frage ich mich. Ich möchte seine Fehler nicht auch machen. Da kommt er. Batsch, boom, bang, so ein Scheiß. Ich hab genau vis-à-vis aufs Rouge geschossen. Nur er hat ein Stück weiter nach vor ins Rouge geschossen. Ich bin ganz verdrossen, ich habe ins Rouge geschossen. Oh je. Wenn wir mal Glück haben. Geht er gleich rein. Der war gut. Bisschen demotivieren. Du bist auch schadenfroh, oder? Ja, und roll gleich wieder runter. Na, schade. Oh Mann. Bisschen demotivierend, das ist doch Fun, oder? So. Wo liegen wir eigentlich? Ah, da. Das ist echt Spaß dran, oder? Scheiße. Beim nächsten Mal. Das ist aber genau das Erfolgsrezept hier. Man darf sie nicht ärgern. Wir sind auf Paar. Mhm. Ja, jetzt komm gleich ich dran. Ich habe das immer noch nicht ausprobiert hier mit der Home-Taste. Muss ich echt mal machen. Kannst du mir dann erzählen, was passiert? Was war das jetzt? Putz. <Boots. lacht>
Hörst du das gerade? Ja. Da muss man einfach applaudieren. Der ist ein schön mittig in Bunker. Boots. Genauso wie es gehört. Scheiß drauf, wir sind Bar 4, das schaffen wir. Aber genau in die Boots. So wollte ich's machen. Profession, kann man echt nicht meckern. Ding dong. It's a ding ding dong. Ding ding dong. Also da tut sie gar nichts. Home. Tja. Ich glaube, das geht um, wenn andere Leute schießen. Da habe ich es auch schon probiert. Ist auch nicht gegangen. Oh. So. Wo hast du das eigentlich gelesen? Ein Tipp war da. Ist da gestanden. So, pass mal auf. Ich muss hier mal... Achso, da hinten bin ich. 20 Sekunden immer noch. 17, 16, 15, 14, 13. Egal, was passiert, schieß einfach. Oh, Schei, mein Kleister. Den hätte ich wesentlich schöner machen können, sollen, dürfen, müssen. Hätte sitzen sollen. Na wurscht, ist so und passt. Geh bitte, was mache ich da eigentlich für einen Spaß immer? Weißt du, da ist man einmal, immer wenn du zu viel schießt, dann geht's zu weit und wenn du zu wenig schießt, dann geht's gar nicht weiter. Passt. Ich verstehe diese logische Denkweise nicht. Passt schon. Wir machen das alles. Gewusst, dass mir das passiert. War klasse, war echt klasse. Der hat eine Möglichkeit booten für Eagle und das wird er auch machen mit 1,2 Yards. Sehe ich da kein Problem. haben wir 52. Ja, das wird schon gut gehen. Ich hab's geahnt. So, 9er Eisen, 8er Eisen. 8er Eisen ist mein Eisen. So, die Sache ist, wohin mit ihm? Wie werde ich denn spielen? Ich werde wahrscheinlich so spielen und ich werde so spielen. So. Voraussichtlich.
Ich wollte eigentlich schon Aufnahme. Ja, vergessen. Machen wir es halt nächstes Loch. Alter. Das geht schon. Ja, ich wollte es schöner machen. Weil wenn der Spielball jetzt etwas knapper beim Loch hier liegen würde, dann wäre es für dich wahnsinnig schön und einfach. Aber mit 11 Yard, das musst du erstmal hinbekommen. Nein. Bitte roll jetzt da runter und bitte roll genau in den Bunker rein. Oh, so ein Glück. Bravo, jawohl, thank you very much. Oh, no problem, sir. It's my mistake, es war ein Test, Mensch. Jetzt kack dich nicht an, es war ein Test. Okay, verstehst du? Scheibenkleist. Null Yard. Das ist echt drauf, ich Junge. Ich krieg's voll drauf. Wahnsinn, aber schau dir die Spur an, was ich zum und rüber und zack. Rauf, rüber, runter. Rauf, rüber, runter. Nein, ich wollte hier. Ich wollte es so machen. Genau. Bist du deppert? Alter, wir. Wir sind echt flott drauf. Wir sind gut. Die anderen wissen es nur nicht. Oh ja, so wird es nix. Das wird schon noch was. Ich denke dazu, ich glaube, ich nehme 50. Ja, und was macht er? Nein, jetzt habe ich genau 50. Jetzt plant sich hin. 50 und ein bisschen schieflagig. Ha, ich wollte 55 nehmen. Du hast mich aufgehalten. Ich glaube jetzt trotzdem danke. So, okay, wir sind damit draußen. Eieieiei. Die Isabelle ist online. Ich wollte schon fragen, was ist mit ihr? Ich kenne die ja nicht mal. Ist eine Pennerbraut. Von Penner Game. Achso, sie, okay. Mhm. Hey, wir haben schon auf Hole Out geschafft. Mhm, sag ich ja, wir sind draußen. Für diese Runde hier. Okay, wir brauchen jetzt echt noch Gottes Segen, um das zu schaffen. Wolltest du bei diesem Part hier beenden oder war das schon beim Vorhergehenden? Ich weiß das nicht. Das war eigentlich schon beim Vorhergehenden, aber ich werde es bei diesem Part hier machen. Ja, denen geht's hier auch nicht anders. Die haben beim Putten hier die
Schwierigkeiten. Aber es drinnen. So, na dann mach mal beenden und so. Ja, genau. Dann sag ich mal bis zum nächsten Part.